Servus Leute, der Lappen begrüßt euch damit. Herzlich willkommen hier zu diesem Video. Yo, es soll ein kleines, kurzes Update-Video werden zu meinem Gaming-Room. Ich habe ja gesagt, dass ich noch einen dritten Bildschirm hinmontieren werde. Habe ich gerade getan. 3 Stunden gefühlt ungefähr. Und das wird jetzt so ein kleines Update zu dem Setup. Und dann gibt es noch ein, zwei, drei, vier Tagen noch ein weiteres Update zu den Konsolen, wie ich die hier hinstelle, etc. Ein bisschen Zubehör, was weiß ich. Ich zeige euch jetzt einfach mal mein 2.0er Gaming Room, was weiß ich, Alter, Gaming Setup. Es geht jetzt mal nur ums Setup. Also, gönnt's euch, Alter. Also, so sieht es von hinten aus. Wir setzen es jetzt kurz hin. Und dann zeige ich euch nacheinander, wie alles verkabelt, eingebaut, etc. Es hat sich nämlich jemand gewünscht bei meinem, ich glaube, bei meinem Equipment-Video. Hat sich jemand gewünscht, dass ich das mal kurz zeige, wie das alles verkabelt habe, etc. oder wie das angeschlossen ist. Und das zeige ich euch jetzt. So, wir haben hier den Gaming-Monitor, darauf überträgt die PS4 ihr Signal. Dann haben wir da oben drüber die Webcam. Dann haben wir da das Mic für meine wunderschöne Stimme. Dahinter ist das Whiteboard für meine Ideen, Alter. Hier ist der iMac zum Schneiden. Darunter ist das Audio-Interface für das Mikrofon wiederum. Und da drüber ist jetzt der dritte Bildschirm. Der ist eigentlich total random, den braucht man auch nicht unbedingt. Ihr könnt es euch vorstellen, es ist so ein Haben-Wollen-Ding. Also braucht man den dritten Bildschirm definitiv nicht. Aber er ist nice und es fühlt sich nice an. Hier unten ist die Elgato, die direkt am iMac angeschlossen ist. Und das war's im Endeffekt vom Setup hier soweit jetzt. Da unten ist natürlich noch das Wichtigste, der Wärmefußsack. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Hierzu brauche ich nicht viel sagen an sich, weil da kommt eben in ein, zwei Tagen noch ein weiteres Update. Ich werde hier oben noch so ein kleines Regal reinziehen und da dann noch Kamera, Equipment und vielleicht ein, zwei Konsolen oben drauf platzieren. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Aber auf jeden Fall geht es erstmal um Kleinkrusch da oben, wie sowas, 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 sowas. Das ist übrigens noch ein DS für Monster Hunter, habe ich den damals gekauft. PSP ebenfalls mit Monster Hunter. Ich bin eigentlich bei der Monster Hunter Freak. Motherfucker! Das Astro habe ich jetzt hier mal so drauf geplatscht, Alter. Ich habe hier so einen, ja, wie sagt man dazu, LED-Lüfter extra noch für die PS4 Pro, damit die nicht überhitzt. Und ansonsten habe ich hier hinten, jetzt einfach halt immer ein HDMI-Kabel, was ich dann quasi hier in die Elgato reinlaufen lasse. Und dann, Bart kriegt das Signal auf mein iMac. That's it, Motherfucker. Das war's auch schon von meinem kleinen Setup-Update 2.0. 3.0 gibt's dann, wenn hier noch das Regal ist und wenn alles fertig ist, dann mache ich nochmal ein Video. Aber auch so ein kurzes, nur so ein kurzes Update für euch, damit ihr wisst, was hier so abgeht. Ja, ich find's nice. Ich feier's richtig, den dritten Bildschirm, der ist das auch total irrelevant. Aber egal, ich find's einfach geil, Mann. Ich will direkt noch einen vierten. Ich will am liebsten den Gaming-Monitor. Nochmal zweimal, dass ich dieselben Bildschirme habe. Oder so iMac-Bildschirme gibt es auch, aber die kosten ja 10 Milliarden Euro einer. Der Lappen verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Tschau!